Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich dachte mir, ich fahre mal hoch auf die Höhe und da bin ich jetzt und gucke mir mal an, wie unser großartiger Schwarzwald-Fichtenforst denn hier oben jetzt mal aussieht nach 18, 19. Das ist ein Wald, hier war ich zuletzt vor ein paar Jahren, drei, ne, so irgendwas um den Dreh, und also ne, vor 2018 noch, und inzwischen ist er tot. Ja. Also das stehende Holz hier hinten, alles was ihr da sehen könnt, restlos. Ich sehe hier keinen einzigen, der noch lebt. Alles tot. Komplett vom Käfer geholt. Wir machen gleich noch ein paar Rundum-Aufnahmen. Ist interessant, ja? Die wegnahen Bäume, also die wirklich relativ nah an den öffentlichen Wegen dran sind, denen scheint es noch recht gut zu gehen. Man kann sich fragen, ob da nicht doch in irgendeiner Form ein Borkenkäfermanagement stattgefunden hat. Aber ein bisschen abseits eben der öffentlichen Wege sieht es definitiv so aus, dass... Also ich wusste nicht, ob hier ein Käferloch ist. Ne? Ich bin hier einfach hingelatscht und wollte mal gucken, ist hier denn ein Käferloch? Und das übertrifft ehrlich gesagt meine Erwartungen. Warum übertrifft das meine Erwartungen? Weil eigentlich sind wir hier so hoch, dass die Fichte fast natürlich vorkommt. Soll heißen, die hiesigen Standorte, also da, wo ich jetzt hier drin stehe, die sind eigentlich das zweitbeste, was wir für Fichte vom Natürlichkeitsgrad her in Baden-Württemberg überhaupt haben. Also Nordschwarzwald-Hochlage, noch besser ist Südschwarzwald-Hochlage, da kommt Fichte ja auch tatsächlich natürlich vor. Wie es da ausschaut, muss ich mir auch mal irgendwann angucken. Vielleicht schaffe ich es im Winter, ist ja egal. Das ist das Gute bei Nadelholz, ist es Wurst, zu welcher Jahreszeit man kommt, kann man sich immer angucken. Also den Benadelungsgrad, aber Nadeln sind auch Laub. Und ja, das ist beeindruckend. Also mit einem so großflächigen, gigantischen Absterbeprozess hatte ich echt nicht gerechnet. So, jetzt sind die ja noch alle stehend. Aber die werden voraussichtlich, also zunächst mal jetzt dann ihre Rinde verlieren. Wie gesagt, ich zeige euch gleich noch ein paar Detailaufnahmen. Dann werden sie nach und nach umkippen. Das kann durchaus noch ein paar Jährchen dauern. Das hängt davon ab, wie viel Sturm es gibt. Dann fallen sie mal schneller, dann fallen sie mal weniger schnell. Wenn sie dann halt noch mehr zersetzt sind vom Pilz. So an sich ist das Holz, wie es hier jetzt steht, eigentlich erstmal noch relativ stabil. Das ist jetzt natürlich auch kein super wertvolles Holz, womit man großartig Geld verdienen könnte. Das sowieso nicht, das ist überhaupt nichts wert. Da müsstest du drauf zahlen, wenn du das hier jetzt wegmachen wollen würdest, was ja keiner will. Soll ja stehen bleiben, wir sind hier ja im nicht genutzten Wald. Aber ja, ist interessant. Ne? Und Eckpunkt. Wir sind im nicht genutzten Wald. Wäre das hier ein Forst, hätte man natürlich vorher schon eingegriffen, hätte man versucht, die Schäden des Borkenkäfers irgendwie einzudämmen. Aber dadurch, dass das hier gar nicht gewollt ist, das ist auch völlig in Ordnung, ja? Also das muss man schon stellenweise zulassen, dass sich sowas entwickeln kann, wie sie es eben natürlich entwickelt, damit dann Wissenschaftler wie ich, Forstwissenschaftler, sich das dementsprechend auch angucken können und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Und deswegen ist das ja auch durchaus gut, dass man das hier jetzt so gemacht hat. Es ist wirtschaftlich eh nicht interessant und das soll hier ja auch mal irgendwann zu sowas Urwaldartigem werden. Ja, aber wie gesagt, der nächste Schritt ist, jetzt wird überall die Rinde runterfallen, dann werden sie nach und nach umknicken, die Bäume abbrechen, und dann wird nach und nach Verjüngung aufkommen. Aber eigentlich wären wir hier im Tannenbuchenwaldbereich, ja? Also viel Tanne, etwas Buche, so von der natürlichen Vegetationsentwicklung her, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren sowieso nicht mehr ganz stimmen wird, weil sich das Klima zu massiv ändert. Aber theoretisch sollte hier, wenn wir nicht den Fichtenforst vor, wie alt wird er sein, ja so etwa 70, 80 Jahren hier hingepflanzt haben, hätten dann, vielleicht ist er noch ein bisschen älter, könnte auch 100, komplette 100 sein, kann auch gut sein. Ist schwer einzuschätzen, immer hier oben an den Höhenlagen. Dann hätten wir hier eben besagten Tannenbuchenwald. Und jetzt könnte man natürlich hoffen, okay, wenn das jetzt schon alles umgefallen ist, dann kommt bestimmt wieder Tannenbuchenwald hoch. Leider ist damit zu rechnen, wenn man in einer Fichtenmonokultur sagt, die Natur darf tun, was die Natur tun möchte, dass man dann eben wieder, zwar keine Fichtenmonokultur, weil nicht gepflanzt, aber immer noch einen Fichtenreihenbestand bekommt mit nur ganz geringem Anteil anderer Baumarten. Und wenn ich hier jetzt mal auf den Boden gucke, was kommt denn hier jetzt noch so hoch?
Das werden wir jetzt mal schnell tun. Dafür wechsle ich auf Handkamera. Und danach übrigens, nur mal zum groben Ablauf dieses Videos, gehen wir uns den Bannwald Wilder See angucken. Der ist schon 100 Jahre aus der Nutzung, war auch mal ein Fichtenforst. Und da können wir dann mal sehen, was passiert mit einem Fichtenforst, den man nicht erst seit, weiß nicht, 20, 25 Jahren aus der Nutzung genommen hat, wenn überhaupt, irgend sowas um den Dreh. Sondern was passiert mit einem Fichtenwald, der schon über 100, 105, 100, 100, 108, irgendwo zwischen 105 und 108 Jahren aus der Nutzung ist. Aber erstmal ein paar Detailaufnahmen. Gut, wir fangen an mit einer guten Nachricht. Es gibt hier in diesem Bestand immerhin mal eine Buche. Das bedeutet, es ist zumindest durch die eine Buche, die hier noch rumsteht, das ist tatsächlich die eine Buche, ja, also man muss wagenlange suchen, bis man noch eine zweite findet. Ich sehe hier weit und breit gerade keine. Immerhin schmeißt die damit ein bisschen Naturverjüngung runter. Das bedeutet, es ist ein massiver Unterschied, ob in so einem Reinbestand jetzt zumindest mal eine andere Baumart da ist oder gar keine. Ne? Weil bei gar keiner überhaupt keine Chance, dass was anderes hochkommt. Wenn eine da ist, die wird sich jetzt bei der nächsten Generation vermutlich schon bemerkbar machen und vermutlich schon durchsetzen. Ich verspreche jetzt mal, ich komme nach 3 Jahren oder so wieder und dann gucken wir mal, wie viel Buche hier unten am Boden jetzt schon hochkommt. Das Problem ist, dass eine Buche ja gerne geschlossenes Waldklima haben möchte und das wird in den nächsten Jahren definitiv kaputt gehen, weil sämtliche Fichten eben tot sind oder so gut wie und es in Kürze sein werden. Das macht die Buchenverjüngungssituation nicht unbedingt besser. Aber ich denke, im direkten Umkreis der Buche könnte sie schon etwas Buche durchsetzen. Werden wir sehen. Also das ist die eine spannende Sache. So, die andere spannende Sache, welche Naturverjüngung, welche natürliche Waldentwicklung dürfen wir denn unter reiner Fichte erwarten? Ja, reine Fichte. Also hier steht komplett Fichte rum. Ich meine, da hinten irgendwo auch noch mal eine Tanne gesehen zu haben. Bin mir aber nicht sicher, da gucken wir gleich. Und auch hier entlang der Rückegasse, die ja schon lange eben entsprechend forstlich nicht mehr genutzt wird und damit ein wunderbares Gebiet ist, wo Verjüngung aufkommen kann. Verjüngung kriegen wir schon. Und hier steht auch mal eine Buche dazwischen, eine kleine. Ja, aber ganz, ganz, ganz überwiegend haben wir es halt doch, wie zu erwarten gewesen war, mit der Fichte wieder zu tun. Da ist auch noch mal eine kleine Buche. Ne? Also, wir merken uns in der Verjüngung, jetzt hier stichprobenartig, wenn wir da runter gucken, was sehen wir da so an Pflänzlein? Ganz viel Heidelbeere, zwischendrin ein paar Fichten, müsst ihr mir jetzt glauben, ich habe jetzt kein super Zoom-Objektiv, aber quasi kein Laub. Ja, wenn da irgendwo größeres Laubholz stehen würde. Und ihr müsst ja dran denken, dieser Wald war bis vor kurzem noch sehr dunkel. Als der noch komplett benadelt war als Fichtenwald, wird das hier ein super, super dunkler Forst gewesen sein. Dass da überhaupt keine Verjüngung hochkommt, ist völlig normal. Und dementsprechend kann hier jetzt auch nicht viel Verjüngung stehen. Dass da überhaupt ein bisschen Heidelbeere und ein bisschen Grün am Boden ist, das könnte schon eine kurzfristige Reaktion von 2018 gewesen sein, weil da wird das schon angefangen haben hier mit dem Absterben, jetzt in 2019 sich vollendet haben und 2020 beginnt, wie gesagt, das Umfallen. Ja, das ist schon interessant. Ja? Also das ist einfach, warum erzähle ich das? Ja? Warum zeige ich das? Ich will darauf hinaus, dass die Natur wird das schon machen, lass doch die Natur einfach mal machen, zwar durchaus eine Möglichkeit ist, ja? Ich sage ja nicht, das geht nicht. Das ist nicht so, dass das nicht möglich wäre, aber das braucht Zeit, ja? Und wenn wir jetzt in all unseren Fichtenwäldern hingehen und sagen, ja, die Natur soll es richten, ihr könnt immer schön tote Bäume angucken, ja, also das ist nicht schlimm, ja, das ist hier ja gewollt und fürs Ökosystem ist das überhaupt nicht dramatisch. Nochmal betonen möchte ich das. Aber dann würden all unsere Fichtenwälder in absehbarer Zeit, wahrscheinlich so in 4, 5 Jahren, ja, wenn es dumm läuft, oder sie würden jetzt schon so aussehen, wenn man jetzt 2018, 2019 nichts gemacht hätte, würden garantiert all unsere Fichtenwälder genau so aussehen. Aber was dann hochkommt, ist danach eben nicht Urwald oder natürlicher Wald, sondern wieder Fichtenwald, weil was soll denn unter Fichte andere Samen hinkommen als Fichte? Und zumal Fichte in der Jugend sehr, sehr, sehr dominant ist. Ja? Also die setzt sich auch gegen anderes Zeug durch. Es wäre sogar super schwierig und mit hohen Kosten verbunden, was man hier nicht tut, aber theoretisch, wenn man hier jetzt noch was anderes reinpflanzen wollte, müsste man dafür sorgen, dass man die Fichte drumherum immer wegsäckselt, damit das andere, was man hier reinpflanzt, überhaupt hochkommt. Auf diesem Standort, zumindest in der Verjüngung, ja nicht im Faktor alt werden, aber zumindest in der Verjüngung ist hier das Konkurrenzstärkste immer noch die stinknormale Fichte.
Jo. Also hier sehen wir, die Bäume haben teilweise ihre Rinde entsprechend schon verloren. Teilweise ist sie auch noch dran, blättert aber schon fleißig ab. Können wir hier ganz gut sehen, können wir da vorne auch sehen, dass das nicht mehr so wirklich gut aussieht. Ich will hier im Übrigen nicht vom Weg runter aus Naturschutzgründen. Und ja, also das ist alles komplett, also die sind alle tot, ne, alle hin. Der da hinten, der hinter dem mit der abblätternden Rinde steht, ich kann da jetzt gerade leider nicht hinzeigen, die Kamera ist zu weit weg, da sieht man vielleicht noch so ein paar Harztröpfchen an der Rinde hängen. Auch hier oben, da sieht man auch noch ein paar Harztröpfchen und da kann man es auch noch ganz schön erkennen, dass da so noch ein paar Harztröpflein an der Rinde dranhängen. Also die Bäume haben es versucht, die hatten bis vor kurzem wirklich auch noch Abwehrkräfte und eigentlich ist das hier auch ein super, super feuchter Standort. Soll heißen, Fichte wird ja nur dann vom Borkenkäfer befallen, wenn sie unter Trockenstress leidet. Und wir sind hier in Regionen, die haben wirklich Jahresniederschläge noch und nöcher. Also wirklich richtig, richtig hoch, 1200 bis 1600 mm, irgendwie sowas um den Dreh. Gerade hier am Hang ist eigentlich eine Ecke, wo es wirklich jederzeit hinregnet, wo hier wirklich ganz oft früher der Nebel drin gestanden ist. Noch vor ein paar Jahren gab es hier eigentlich fast jeden Tag so einen richtig schönen Hochnebel, der den Hang hochgezogen ist. Nicht jeden Tag, aber zumindest so im Spätsommer oder sowas konnte man das gerne mal erleben. Auch im frühen Herbst konnte man das gerne erleben. Und die Zeit, wo man sich sicher sein konnte, dass es hier oben nicht schneit, war lediglich im Prinzip Juni, Juli, August und davor kann es schneien, danach kann es auch noch schneien. Früher, so hat man gesagt. Ne? Alte Leute erinnern sich da noch dran. Ich habe da entsprechende Berichte gehört. Und inzwischen, naja, kann man sich sicher sein, dass es definitiv im Mai nicht mehr schneit. Und im April liegt vielleicht noch Schnee, aber schneien tut es nicht mehr. Und im Oktober, na, das ist jetzt gerade. Von Schnee keine Spur. Ich renne im T-Shirt rum, wie ihr eben gesehen habt. Gut, aber das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter und vielleicht kristallisiert sich dann irgendwann ein roter Faden raus von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ansonsten müsst ihr ihn selber euch zusammensetzen. Fliegenpilz, Fliegenpilz, Fliegenpilz. Ja, folgendes. Hier haben wir jetzt den Wald, der sehr nah am Weg ist. Der ist auch schon lange aus der regulären forstlichen Nutzung, aber wie man hier sehen kann, wir sind hier wirklich direkt am Weg. Das ist auch einer der öfter begangenen Wege hier im Schwarzwald. Also Wanderer wirklich tagtäglich. Viele, viele, viele. Und dieses Stückchen Wald, ne, ihr seht, das ist gerade so eine kleine Insel von hier. Da hinten ist dann schon wieder der Weg. Bis da. Und der sieht sehr, sehr vital aus. Das ist ganz interessant. Warum sieht jetzt der so viel vitaler aus als der Wald der Umgebung? Warum gibt es hier kaum eine geschädigte Fichte? Die sehen alle wirklich vergleichsweise gut aus. Also ich würde sagen, durchschnittlich, wenn überhaupt, schwach geschädigt bis gar nicht geschädigt. Und das ist erstaunlich, also gerade eben nach den letzten Jahren. Schatz, wo ist meine Flak? Auf der Hornisgrinde. Ach verdammt. Stimmt, ja, sehr gut. 10 Historienpunkte. Oh, so, einen historischen Stein. So, jedenfalls, das ist interessant. Und warum sieht jetzt dieser Wald eben so viel besser aus als der nebendran? Ich vermute, dass man den, auch wenn er eine Weile aus der Nutzung raus ist, doch irgendwie noch, als es noch möglich war. Jetzt aber auch nicht mehr. Ne? Also es gibt hier keine frischen Spuren von irgendwelchen forstlichen Eingriffen. Aber ich vermute, dass als das noch möglich war, man hier schon versucht hat, hübschen Waldbau zu bauen. Weil dass die Leute hier lang wandern und hier entlang kommen, das ist schon seit 50 Jahren mindestens der Fall. Und vielleicht hat man da irgendwie versucht, den Wald eben möglichst hübsch zu machen. Ja, es ist aber schon seltsam. Also ein gewisses Rätsel stellt es tatsächlich dar. Steht auch viel mehr Ja, es steht auch viel mehr Verjüngung drin, wie der aus dem Hintergrund meint. Danke, Hintergrund. Und ja, also das ist mir momentan wirklich ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, muss man auch mal zugeben, wenn man was nicht weiß. So,
Inzwischen sind wir oben auf der Werkkuppe angekommen. Also wer es noch nicht erraten hat, wir sind hier auf dem Weg zum Wilden See. Das ist so eine der Sehenswürdigkeiten im Nordschwarzwald, also Natursehenswürdigkeiten. Vielleicht sogar die sehenswürdigste, zumindest wenn man es auf Wald abgesehen hat, ist das wirklich sehr, 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 sehr sehenswert. So, aber hier oben war ich schon ganz oft und jetzt war ich auch gespannt, zumal ich eben 18 nicht oben war, jetzt 19 bisher auch noch nicht. Und jetzt wollte ich mal gucken, gibt es hier Trockenschäden? Ist hier irgendwas verdorrt? Üblicherweise wäre das, was wir hier hinter uns sehen können, also da ist jetzt nichts verdorrt, ne? Da stand schon vorher auch kein Wald. Üblicherweise wäre das hier trotzdem auch alles bewaldet mit deutlich niedrigeren Bäumen, als man das in der Ebene vorfindet. Schatz, wenn du einmal darüber. Da sehen wir auch, die Bäume, die da stehen, die sind durchaus ziemlich alt und die werden einfach nicht großartig höher. Das hängt einfach damit zusammen, dass eine Fichte eine gewisse Anpassung auch an Höhenlage hat und dann in ihre Bergfichtenwuchsform so langsam übergeht. Das ist so ein Generationenwechsel. Man hat die relativ lange Fichte angepflanzt, deswegen begreifen sie langsam, dass Hochwachsen nicht unbedingt sinnvoll ist. Also das unterstelle ich Ihnen jetzt mal, dass Sie das langsam begreifen, weil dann kommt der Wind und wirft dich um. Und dass hier oben halt natürlich relativ viel Wind geht, muss ich niemandem sagen. Die sehen alle ganz hervorragend aus. Die sind benadelt bis unten. Wenn man ein bisschen in den Bestand reingeht, sieht es natürlich etwas weniger gut aus, weil sie dann nicht von allen Seiten Licht bekommen. So wie hier bei den Randfichten natürlich das der Fall ist. Tut mir leid, jetzt wegen dem Wind. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz was erzählen und eben ging noch keiner. Aber ihr versteht mich hoffentlich trotzdem. Denn... Oh! Kohlgrabe? Vogel! Kohlgrabe, ja. Kohlgrabe. Jedenfalls, ja, ist ja gut. Eieiei. worauf ich hinaus möchte, hier oben sind wirklich überhaupt keine Trockenschäden festzustellen. Und das beruhigt mich. Das ist einfach schön zu wissen, weil wir haben es hier mit sehr, sehr feuchten Flächen zu tun, die grundsätzlich sowieso schon ziemlich staunass sind, so leicht vermoort stellenweise. Und das sind Gebiete, da sollte es eigentlich wirklich keinen Wassermangel geben. Insbesondere nicht bei den Niederschlägen, die hier oben eigentlich herrschen sollten. Das heißt, wenn hier mal das Wasser alle ist, bis der komplette nasse Bodenkörper hier, der zwar nicht sehr tiefgründig, aber dafür sehr nass ist, so weit ausgetrocknet ist, dass es hier echt zu Schäden kommt, das sollte eine Weile dauern. Und tatsächlich, ich sehe kaum was. Also ein paar Gräser da im Hintergrund sind so ein ganz kleines bisschen jetzt leicht angerötet, angetrocknet, was aber auch nicht weiter verwunderlich ist. Ich meine, es ist ja auch schon Herbst, Vegetationsperiode ist rum. Sieht also eigentlich alles ganz gut aus. Da hinten gibt es einen Käferbaum, musst du jetzt gar nicht zeigen. Das ist aber auch schon alles. Also hier in den Hochlagen sieht noch gut aus. Allerdings sind wir hier auch noch am Rand des Wirtschaftswaldes. Das heißt, dieser Wald wurde bis vor ein paar Jahren noch gepflegt. Wir kommen jetzt, und das wäre dann der nächste Punkt, wo ich dann noch wieder was erzählen möchte, eben in den Bannwald, der schon seit ewig lange Zeit ein Bannwald ist. Also heißt, da passiert forstlich schon nichts mehr, seit 100 Jahren eben. Und da sieht wahrscheinlich die Käfer- und die Austrocknungssituation ganz, ganz anders aus. Der Wald war schon immer geschädigt, seit es den hier halt jetzt seit 100 Jahren eben so gibt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie es jetzt aktuell aussieht. So, das ist also jetzt der Anblick, auf den ich hinaus wollte. Das hier ist der obere, frei zugängliche, also da darf man nicht reinlaufen, aber hier auf dem Weg kann man wunderbar hinlaufen, Bereich vom oberen Bannwald eben entsprechend, nicht der Talkessel, den sehen wir gleich. Und hier habe ich schon oft Fotos gemacht, hier habe ich auch schon mehrfach was erzählt, habt ihr vielleicht sogar schon mal irgendwo gesehen auf meinem Kanal. Hier gibt es auch tote Bäume. Logischerweise gibt es hier tote Bäume, in dem Wald hat man 110 Jahre nichts gemacht, ne? Aber, und das ist jetzt die interessante Erkenntnis, es gibt nicht signifikant mehr tote Bäume als vor 2018-19. Ja? Also ich kann hier keine wirkliche signifikante Verschlechterung von der Optik her feststellen. Ne? Dass sich der Wald ein bisschen wandelt, ist ja ganz normal und auch natürlich. Auch die Verjüngung kommt hier eigentlich ganz gut hoch. Ich sehe auch an den jungen Fichten keinerlei Schäden. Das ist auch nochmal bemerkenswert, weil wir hatten bei den manchen Fichtenanbauten auch durchaus die Situation, dass die Jungpflanzen auch sehr gelitten haben. Ja? Dass man dann also nochmal nachpflanzen musste, beziehungsweise ganze Anbauten eben entsprechend vertrocknet sind. Also auch hiervon hier oben überhaupt nichts zu sehen. Das beruhigt mich jetzt so ein bisschen.
Und was ich ja für mich selber versuche rauszufinden, weshalb ich hier eben rumschleiche, ist es denn jetzt nun ein klimastabilerer Wald, wenn man nichts tut? Also im Hinblick auf den Fichtenforst. Oder ist er dann erstmal nur noch schneller weg? Entsteht eine waldfreie Einöde oder so jetzt im Klimawandel und haben Jahre wie 18, 19 Auswirkungen auf eben diesen inzwischen schon relativ naturnahen Wald, abgesehen davon, dass die Baumartenzusammensetzung halt eben noch nicht ganz stimmt, aber vom Alter her ist er ja schon ein sehr alter Wald, der, wie man hier auch unschwer erkennen kann, in der Zusammenbruchphase bzw. jetzt wieder Verjüngungsphase sich befindet. Ja, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Ja, neu, mehr oder weniger, daran kann ich mich nicht erinnern. Inzwischen gibt es ein paar Birken hier drin. Ja, also, als ich das letzte Mal hier war, damals, als ich ganz oft hier war, gab es weniger Birke. Und das da hinten ist ja schon durchaus inzwischen mal so ein bisschen eine Hausnummer, ne? Also diese bunte da. Sorry übrigens wegen dem Licht mit der Kamera, es ist gerade schwierig gegen den doch sehr hellen Himmel und den eher dunklen Untergrund, das vernünftig zu filmen. Da hinten haben wir nochmal eine Birke, die hat natürlich sehr gelitten. Das macht aber dahingehend eigentlich nicht so viel, weil vermehrt hat sie sich schon. Sie hat hier irgendwie in die Landschaft mit Sicherheit noch ein paar andere Birken reingeschmissen. Und wenn ihr mal jetzt in der Bildmitte guckt, da seht ihr im Hintergrund so ein paar bunte Blätter. Da steht auch noch mal eine Birke drin. Und wenn wir nach da gucken, auch wieder in der Bildmitte, da steht auch wieder eine Birke drin. Also es findet langsam, und das sieht man, finde ich, jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher als vorher. Vielleicht, ja. Das könnte jetzt auch Wunschdenken sein. Ist jetzt nur subjektive Wahrnehmung meinerseits, ne? Das ist jetzt keinerlei Untersuchung. Aber so langsam scheint mir ein Laubholz-Pionierbaum-Anteil hier in diesem Nadelholzwald doch zuzunehmen. Auch der Anteil der Tanne hat gefühlt, dafür müsste man jetzt allerdings wirklich mal ein bisschen in die entsprechenden Bücher rein, gucken, die es hierzu gibt, und die bestätigen das auch. Der Anteil der Tanne nimmt auch zu. Also was wir hier vor uns sehen, ist alles Tanne. Ja, das ist jetzt mal nicht Fichte. Also zumindest das ist Tanne und das ist Tanne und da hinten kommt dann wieder eine Fichte. Aber und das ist auch was Gutes, weil, wie ich ja schon erwähnt hatte, der natürliche Wald hier oben, der besteht aus Tanne und Buche, Tannenbuchenmischbestand primär. Und wenn die Tanne zunimmt, ist das auf jeden Fall eine Entwicklung hin zur richtigen Baumartenzusammensetzung. Davon abgesehen, die Tanne ist eh klimastabiler. Das heißt, man könnte annehmen, dass wenn vom Klima her die Fichte immer mehr leidet, die Tanne aber deutlich klimastabiler als die Fichte ist, die Tanne sich ja besser ausbreitet. Und ich meine, und das sind alles die junge Bäume, ne? Die stehen da noch nicht allzu lange, das wäre hier bestätigt. Aber das ist ein Subjektiv, wirklich subjektiv, das ist jetzt nicht Wissenschaft. Ja, nachdem viele Stürme hier über diesen Wald gegangen sind und der Borkenkäfer hier auffressen darf, wie er möchte, und das wirklich schon seit vielen Jahren, gibt es nicht mehr viele alte Bäume. Die noch da sind, haben jetzt aber den Vorteil, und ungefähr so müsste man sich auch einen natürlichen Fichtenwald, also ich kann euch auch mal irgendwann einen natürlichen Fichtenwald zeigen, wenn ich das nächste Mal in Bayern bin, aber ungefähr so kann man sich einen natürlichen Fichtenwald vorstellen. Also der bricht gerne mal stückchenweise zusammen, es brechen gerne mal Löcher rein, und die Fichten, die dann noch übrig bleiben, die stehen gerne mal in solchen Gruppen, wie wir das hier schön sehen können. Und sind dann auch viel besser benadelt als eben Forstfichten. Forstfichten haben ja oben einen kleinen grünen Zipfel und unten sowieso gar keine lebenden Äste mehr. Dadurch, dass sie hier aber in diesen kleinen Gruppen vorkommen, haben sie von allen Seiten Licht und können dann natürlich auch von allen Seiten entsprechend belaubt sein, was ja erheblich die Wachstumsbedingungen verbessert. So, hier hocke ich jetzt vorm Wildseeblick und kann dazu ein bisschen was erzählen. Und wir sind hier gerade angekommen und ich muss sagen, ich bin positiv schockiert. Ich hatte nicht erwartet, dass das hier so aussieht. Weil wenn ihr jetzt mal so ein bisschen über mich drüber spechtet und da hinten in die Ferne spechtet, was seht ihr dann? Ja, Nadelwald. Und was seht ihr nicht? Riesige Löcher drin. Ja? Und das ist umso beeindruckender, dass quasi ein Hang weiter das Bild, was wir am Eingang des Videos hatten, war. Ja? Also klassisch, wie man es an so vielen Flächen sehen kann dieses Jahr, massiv der komplette Wald weg wegen Borkenkäfer. Aber der Wald da hinten, das war ein ehemaliger Wirtschaftswald, in dem der Käfer jetzt tun darf, was er möchte. Ja? Jetzt.
Die erste Zeit dieses Bestandes durfte er das nicht. Da hat man immer versucht zu vermeiden, dass der Käfer sich ausbreitet, und erst jetzt darf es. Das tut er jetzt auch massiv. Aber interessant ist halt eben, in dem Wald da hinten darf der Käfer schon 100 Jahre tun lassen, was er möchte. Und wie sieht der aus? Gut. Und das ist erschreckend. Das ist positiv erschreckend. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich bin davon ausgegangen, wenn der Wald hier doch sowieso schon so käfergeschädigt ist, ja, und da so viele Käfer drin hocken, dann sollte doch ein Jahr wie 1918, also 1819 eigentlich, sollte dann doch eigentlich dazu führen, dass auch da unten sich der Käfer massenhaft vermehren kann, wunderbare Wachstumsbedingungen vorfindet und eben auch da unten, wie in jedem anderen Fichtenwald hier in Deutschland derzeit, auch eine Borkenkäfermassenvermehrung stattfindet. Ja, und was ist? Nix ist. Ist nicht passiert. Ja, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Einzige Erklärung, die mir jetzt spontan einfällt, kann ich nicht beweisen, ist jetzt subjektiv Meinung meinerseits, scheinbar führt der ständige Kontakt unbeeinflusst durch den Menschen mit dem Borkenkäfer dazu, dass irgendwann nur noch die Bäume stehen bleiben, die in irgendeiner Form resistenter gegen den Käfer sind. Und sich natürlich dann irgendwann, wie gesagt, das ist schon 100 Jahre aus der Nutzung, primär die Bäume vermehren, die tendenziell am resistentesten gegen den Käfer sind. Und schwuppdiwupp, wir kriegen irgendwann einen käferresistenten Fichtenwald, obwohl er eigentlich auch ein Fichtenreinbestand ist. Und das ist dahingehend so bemerkenswert, dass es keinen borkenkäferresistenten Fichtenwald gibt. Also es gibt in Deutschland keinen einzigen Fichtenbestand, der besonders borkenkäferresistent wäre, ja? Wo der Borkenkäfer nicht reingehen könnte. Und gerade jetzt, sagen wir mal so, ich war gerade im Saarland. Herzliche Grüße ans Saarland. Und im Saarland haben sie minimale Fichtenflächen. Ja? Also es gibt da kaum Fichte. Aber da, wo es dann doch mal ein bisschen Fichte gibt, also die haben 80% Laubholz und so Späße, also das ist irre. Saarland ist da sehr vorzeigbar. Jedenfalls, da, wo es doch mal Fichte gibt, haben auch im Saarland sie dieses Jahr den Borkenkäfer drin. Ja? Also selbst da, wo man ihn am wenigsten erwartet, wo man am besten weggekommen ist, was den Borkenkäfer angeht, gibt es ihn. Da hinten, da gibt es ihn zwar auch, aber es gibt keine sichtbaren Schäden von hier oben, per Ferndiagnose. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und das hätte ich echt nicht so erwartet. Ja? Ich mag diesen Wald ja dahingehend nicht so sehr wie die allermeisten, die hier vorbeikommen, die danach so begeistert von dem Ding sind. Und der Nationalpark selber ist ja auch sehr begeistert von ihrem Bannwald Wildensee. Das ist ja auch völlig zu Recht. Ja? Das gibt es ja auch so, ist das ziemlich einmalig. Haben wir so in der Bundesrepublik nicht nochmal. Aber was mich ja immer stört, ist, dass es trotzdem halt eben ein Nadelwald ist. Und es sollte zumindest ein Mischwald sein. Ja? Also nicht kein reiner Laubwald, dafür sind wir hier zu hoch, ja. Aber es sollte eigentlich schon ein deutlicher Laubholzanteil sichtbar sein, und der fehlt. Und deswegen tue ich mich schwer mit der Bezeichnung Urwald für dieses Ding, weil die Baumartenzusammensetzung nicht stimmt. Und das ist eigentlich mit das Elementarste, was einen Wald ausmacht, aus welchen Pflanzen der besteht. Und wenn das grundsätzlich falsch ist, dann kann das niemals ein Urwald sein. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine wunderbare Versuchsfläche, um zu untersuchen und zu beobachten und zu sehen, mit eigenem Auge und einfach indem man jetzt hier runter guckt, was passiert, wenn man einen Fichtenwald sich selbst überlässt. Und anders als man vermutet hat, ja, ist er noch da. Und er ist immer noch vital, auch zu gewissen Teilen. Ja? Der ist jetzt so alt, dass er langsam in die Zusammenbruchphase geht. Und wertvoll ist er schon gar nicht. Aber er ist noch da. Und das macht einem jetzt angesichts der vielen Waldschäden, die wir jetzt gerade so haben, sehr, sehr, sehr Hoffnung, dass also die Frage, ob der Wald jetzt nun stirbt oder ob der Wald jetzt nun nicht stirbt, vielleicht mit diesem Anblick ein bisschen mehr in Richtung, nö, der denkt gar nicht dran zu sterben, beantwortet werden kann. Weil eigentlich sollte man genau erwarten, dass exakt dieser Wald was ist, was massiv betroffen sein muss. Ja? Der Käfer kann machen, was er möchte da drin. Ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Das regt mich jetzt sehr zum Nachdenken an, und ich will da auch gar nicht mehr dazu erzählen, weil das ist für mich wirklich jetzt so eine richtige Überraschung, und ich kann euch nur meinen ersten Eindruck schildern. Ich will da gar nicht noch mehr Schlüsse draus ziehen, das mache ich irgendwann. Jetzt bin ich erstmal baff. So, und jetzt machen wir noch ein paar Detailaufnahmen mit dem Teleobjektiv, um uns nochmal die einzelnen Baumgruppen wirklich mal anzugucken, wie viel toter Baum ist denn da drin? Ist denn da überhaupt toter Baum drin? Und
ungefähr so einen Anteil und wie sieht der Wald aus, verglichen zu vorher. Ne? Weil vor diesen beiden Trockenjahren war ich ja auch schon oft hier oben und ich sehe einfach keinen Unterschied. Und das ist so der springende Punkt. Wir gucken. Ja, also wir sehen hier deutlich zu erkennen in der Nahaufnahme schon Fichten, die offensichtlich einiges durchgemacht haben. Ja? Aber nochmal, das ist schon so seit mindestens 30 Jahren, ist dieser Grundbild ist ähnlich. Der Anteil toter Fichten, die da drin stehen, der ist auch ähnlich. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich sehe wirklich mit bloßem Auge keinen Unterschied. Natürlich könnte man das jetzt messen. Das könnte man machen, das macht man nicht, weil da müsste man ewig wieder drin rumstapfen. Das ist nicht gewollt. Das soll ja möglichst unberührt bleiben, abseits der Wege, dieses Waldgebiet. Also da rennt auch von der Nationalparkverwaltung normalerweise keiner drin rum. Aber ja, schon wirklich bemerkenswert. Für mich echt kein Unterschied zu erkennen. Ja? Also ein paar tote Bäume drin. Klar, die gibt es, ja, die gibt es, aber von dem toten Wald kann echt keine Rede sein. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen mehr. Da ist etwas, ja, das kann man definitiv als Käferloch bezeichnen. Ja, aber auch das gab es, wie gesagt, schon vorher. Und wenn wir jetzt mal nach da hinten gucken, hier in dem Bereich, wo der Wald noch etwas jünger ist, da ist er vor, sage ich mal, ein paar Jahren massiv durch Borkenkäfer abgestorben. Und in diesem relativ jungen Wald, da hinten jetzt, da sehen wir keinen einzigen toten Baum. Null. Also die Folgegeneration, gut, der Borkenkäfer geht erst in etwas ältere Fichten, aber so jung sind die jetzt auch nicht mehr und so klein sind die jetzt auch nicht mehr. Das sieht absolut super vital aus. Und ein ähnliches Bild gibt es auch links am Hang, hier drin. Das sieht auch richtig, richtig gut aus. Und auch das ist ein Hang, da ist es schon länger her, dass halt der Käfer massiv drin gewütet hat. Aber von einer Situation, wo man sagen kann, da gibt es keinen Wald mehr, sind wir wirklich meilenweit entfernt. Also ich finde, das ist echt ein Anblick der Hoffnung. Auch wenn es bloß die blöde Fichte ist, die wir alle nicht mögen, die wir alle nicht mehr haben wollen. Aber selbst die von einem wirklichen Waldsterben, also hier kann wirklich nicht die Rede davon sein, ja? Gut, wir sind hier aber auch auf einem wirklich guten Standort für Wald, so gesehen, dass hier genügend Feuchtigkeit ankommt, dass es hier eigentlich ein feuchter Standort ist. Aber auch auf anderen feuchten Standorten hatte die Fichte massiv zu kämpfen. Und nochmal, ich möchte nochmal an den Wald am Eingang dieses Videos erinnern. Da sieht's, das sind ähnliche Bedingungen, gleiche Wuchsbedingungen, aber da sieht es ganz, ganz anders aus. Weil er halt nie den Borkenkäfer gekannt hat, der ehemalige Wirtschaftsforst. Und dieser hier ist ihn einfach gewöhnt. Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, da hier zwischendurch, das sieht auch ganz gut aus. Da hin auch in Ordnung. Ja, jetzt kommt wieder der blöde Flieger. Und wenn wir runter zum See gehen, ja, also das hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier stehen schon ein paar kaputte rum. Aber nochmal, die gibt es da schon seit Ewigkeiten. Gab es da immer. Und im Großen und Ganzen, einfach von der Optik her, von hier oben per Fernerkundung kein Unterschied zu erkennen. Zu früher. So, jetzt sind wir mal ein Stückchen eben entsprechend runter Richtung See gelaufen. Also in diesen Kahltessel eben rein. Und wir sehen, klar, hier stehen schon die Käferbäume. Ja? Die stehen hier, klar, natürlich stehen die hier. Auch da hinten kann man noch das eine oder andere Gerippe durchscheinen sehen. Aber das ist ja gerade das Wesentliche. Wenn die so aussehen, ja, schon so komplett ohne Rinde und schon so verwittert, dann sind die nicht von letztem Jahr und die sind schon gar nicht von diesem Jahr. Das haben wir auch wieder in dem Eingangs, wenn ich es noch fünfmal erwähne, erinnert euch an den eingangs erwähnten Wald, dann kriege ich wahrscheinlich auf den Deckel, aber tut es trotzdem. Denn da sieht man halt eben, wie die Bäume aussehen, wenn sie kurzfristig erst abgestorben sind. Und was hier rumsteht, das ist alles halt wirklich schon eine ganze Weile tot. Und ich habe bisher, und ich gucke wirklich, ich gebe mir wirklich Mühe, schön die Augen offen zu halten, noch keinen Baum gefunden, der im hundertprozentigen Abgang ist, wo man zuordnen könnte, dass das jetzt von letztem oder diesem Jahr gewesen ist. Also bisher noch gar keiner, ne? Jo, folgendes. Was ja auch nochmal erschwerend dazu kommt, weshalb ich grundsätzlich der Meinung bin,
dass schon was dran ist an der einen Sache, die sehr viel diskutiert wird über den Wald, nämlich soll man ihn jetzt nun einfach machen lassen oder soll man ihn lieber bewirtschaften, weil wenn man ihn einfach machen lässt, und das Argument ist eben nicht ganz falsch, dann entwickelt er Strukturen, die besser geeignet sind, um die Feuchtigkeit im Wald zu halten. Das ist sicherlich ein Vorteil, den ein sehr, sehr lange unbewirtschafteter Wald gegenüber einem normalen bewirtschafteten Wald hat. Tatsache. Klar, man kriegt kein Holz und das ist keine Lösung. Das geht also einfach nicht, großflächig zu sagen, oh, wir machen jetzt nur einen kompletten Wald, machen wir gar nichts mehr. Ob man die Fläche, in der man nichts macht, angesichts des steigenden Ressourcenbedarfs überhaupt ausbauen kann, das ist auch wieder eine große, große, große Frage. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Es wird sicherlich kleinräumig ein bisschen möglich sein, aber eine große Steigerung der Fläche, wo nichts getan wird, das sehe ich auch nicht. Aber, ja, wenn wir jetzt mal ignorieren, dass wir Holz brauchen, einfach mal so tun, als wären wir Otto-Normalverbraucher, der sich darüber keine Gedanken macht, dann ist schon was dran. An solchen Strukturen bleibt enorm viel Wasser hängen. Ja? Also das ist vor sich hin moderndes Holz. Das hält wunderbar Feuchtigkeit. Das ist wie ein Schwamm, so ein halb zerfallener Baumstamm. Also das heißt halb, sagen wir mal zwei Drittel zerfallen eher. Der zwar schon noch eine gewisse Struktur aufweist, aber der funktioniert wirklich wie ein Schwamm. Und dazu dieser enorm dichte Wald mit diesem enormen Unterwuchs. Großartig alte Bäume haben wir hier oben gar nicht. Aber was wir halt eben haben, ist ein insgesamt wirklich sehr, 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 sehr dichter, wahnsinnig totholzreicher Bestand. Zwar ist hier ohnehin ein sehr feuchter Standort, ja, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass durch die spezielle Struktur dieses sehr alten Waldes die Feuchtigkeit hier definitiv besser drin gehalten wird. Und Kamerafrau wird mir recht geben, es fühlt sich hier regelrecht richtig feucht drin an. Mhm. Genau. Oben am Hang merkst du davon nichts. Absolut trockene Luft, auch den ganzen Weg, den wir hierher gelaufen sind, absolut trockene Luft. Im Freiklima ist es heute schön, schön trocken. Ja, ist auch mal ganz nett nach dem ganzen Regen und so weiter. Wir können zwar theoretisch noch mehr Regen brauchen, aber wenn es mal ein bisschen trocken ist zwischendurch, so hin und wieder, ist auch mal ganz schön. Aber hier herrscht so richtig feuchte Luft. Schwere Luft, kalte Luft, nasse Luft. Man merkt es beim Atmen, man kann es spüren, insbesondere wenn man kurze Ärmel anhat, fühlt sich fast schon die Luft per se nass an. Und das heißt einfach, die Feuchtigkeit wird hier ideal in diesem Bestand gehalten. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, neben der Tatsache, dass die Bäume, die anfällig auf Käfer waren, schon längst tot sind, dass es keine frischen Käferbäume gibt und keine sichtbaren Auswirkungen von 1819 hier zu sehen sind. Das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Ja, aber ich möchte noch mal betonen, die Lösung für all unsere Wälder ist das nicht. Das kann nicht funktionieren. Dafür sind wir zu viele und brauchen einfach Holz. So, die Großvatertanne. Das war jetzt so meine Hauptbefürchtung. Wie mag es wohl der Großvatertanne gehen? Ne? Weil je älter und je größer ein Baum, desto höher sein Wasserbedarf, soll heißen, normalerweise, auf normalen Standorten, gleicht sich das dahingehend aus, dass ein größerer und höherer Baum zwar einen höheren Wasserbedarf hat, aber auch eine tiefreichendere Wurzel. Das Blöde ist nur, dass wir hier keine tiefreichende Wurzel haben können, beziehungsweise so tief wie es halt geht, aber sehr tief geht eben nicht, weil die Böden nur sehr flachgründig sind. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass auf solchen eher miesen Standorten ein sehr hoher, sehr alter Baum tendenziell einen Nachteil bei Dürre hat. So. Und was stellen wir fest? Wir stellen fest, Leben tut sie noch, die Großvatertanne, aber das bisschen Krone, was wir da oben sehen können, ist jetzt nicht so richtig überzeugend. Und was wir auch sehen können, jetzt gerade gegen den dunklen Hintergrund, das ist in diesem Fall ganz praktisch, die Zweige sind gegen am Ende teilweise etwas dürr. Ja? Also wir haben da schon einen sichtbaren Nadelverlust. Der hat definitiv stattgefunden. Auch der Anteil der Krone am Gesamtstamm sollte bei so einem alten Baum und gerade bei einer Tanne ein bisschen besser sein. Die ist halt sehr alt, langsam offenbar wirklich mit nachlassender Vitalität. Gehe ich davon aus, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Man hätte sie jetzt über die letzten Jahre regelmäßig beobachten müssen, um mit Sicherheit sagen zu können, geht es jetzt der Großvatertanne gut, geht es der Großvatertanne nicht gut, wie lange hat sie noch, wie lange macht sie es noch.
geschätztes Alter 250 bestimmt, gegebenenfalls noch mal eine Ecke älter. Aber so genau weiß man es nicht. Allein schon, weil hier unten dieser verwachsene Wurzelstock wäre schwer, da genau anzubohren und rauszufinden, wie alt sie exakt ist. Hat man außerdem nie gemacht, meines Wissens, die Bohrung zur Altersschätzung. Und daher müssen wir es mit uns mit Schätzungen eben begnügen. Wir haben natürlich, dadurch, dass das hier fast aussieht wie nochmal ein einzelner Baum, hier nochmal einen Bereich, wo noch einige Nadeln hängen. Ja, die gehören auch alle zur Großvatertanne, weshalb diese Nadeln natürlich ein Stückchen die Aufgabe der klassischen Krone übernehmen. Aber insgesamt auch hier der äußerste Zweig. Ups, ja, man kann es sehen, er ist jetzt ungefähr in der Bildmitte. Der ist einfach abgestorben. Also das ist schon tatsächlich so, dass hier Trockenheitsschäden sichtbar sind. Vielleicht ist auch noch irgendwie in irgendeiner Form ein Krankheitserreger mit daran beteiligt. Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Ich sehe jetzt keine eindeutigen Spuren dafür. Aber so ein alter Baum ist eigentlich fast immer auch mit irgendwelchen Pilzen befallen. Also dass der noch so 100% vital ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch die vielen Totäste hier. Nach und nach kann irgendwann, da muss eigentlich fast gerade in so einem feuchten Wald wie diesem, irgendein Pilz da mal eingedrungen sein. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass die in den nächsten Jahren abstirbt, die Großvatertanne. Überhaupt nicht. Aber man merkt, sie ist alt. Man spürt es und sieht es auch. Übrigens der Hinweis, dass man hier vom Weg nicht runter darf. Ich meine, das ist natürlich völlig berechtigt, dass man das nicht darf. Aber ich glaube, das will auch keiner, wenn man sich hier mal so ein bisschen umguckt. So richtig Lust, sich durch sowas durchzubearbeiten, haben die meisten Waldbesucher, glaube ich, nicht. Das ist richtig. Teilweise muss man ja beim Forst, wenn man mal Sturmwürfe hat und so Späße, durch sowas wirklich mal durch, weil man es muss. Aber so richtig lustig ist das nicht. Ja? Auch so ein Fichtendickicht, wie es hier jetzt gerade ins Bild kommt, da willst du dich einfach nicht durcharbeiten. Das macht einfach keine Freude. Es gibt hier oben zwar weniger Zecken, aber immer noch hin und wieder soll mal wohl der eine oder andere schon eine gehabt haben. Aber ja, ihr seht, diese Dichte des Waldes, das ist was ganz Besonderes. Und deswegen kann man schon froh sein, dass es hier diesen Bannwald eben entsprechend gibt. So, unten am See angekommen, muss ich meine Begeisterung einen Hauch zügeln. Ein Hauch, ja. Wir haben hier eine frische Totholzgruppe, also da ist der Käfer frisch rein. Das ist 18, 19 Käfer und wir haben da drüben, auch nochmal eine Käferholzgruppe. Das ist auch mit größerer Wahrscheinlichkeit 18, 19 Käfer. Meine Güte, der Kohlgrabe macht einen Lärm hier. Normalerweise wäre ich übrigens total begeistert. Kohlgrabe! Yeah! Kohlgrabe! Das Problem ist, auf Grönland ist das der einzige Rabenvogel, der da überhaupt vorkommt. Die sind gefühlt überall und man ist sie dann irgendwann gewöhnt. Deswegen bin ich gerade, was Kohlgrabe angeht, etwas verwöhnt und kann dem jetzt keine besondere Faszination. Also ein bisschen schon. Ja, Kohlgraben sind immer toll. Also auch wenn man gerade ganz viele davon hatte. Ja, also das Fazit hier unten am See. Auch wenn wir zwei frische Käfergruppen sehen können, ja, auch dann muss man sagen, insgesamt alles grün. Ja? Also sehr, sehr, sehr grün. Erstaunlich grün. Und diese Käfergruppen sind vergleichsweise klein. Ja. Vielleicht für diejenigen, die schon mal mit waren auf einer Führung bei mir, die im Siegerland. Und wer nicht noch mitgeht, der wird es dann jetzt dann sehen. Da haben wir Käferlöcher, die sind massiv viel größer als das da. Das sind immer nur so ein paar Bäumchen. Also das ist ein normales Käferloch. Ja? Also so wie man sie kennt, sind die ungefähr so groß. Die wir derzeit in Deutschland haben, in anderen Wäldern sehen echt anders aus. Ja? Also es ist definitiv. Es kann kein Zufall sein, wie gut dieser Wald hier dasteht. Die empfindlichen Bäume sind wirklich anscheinend schon raus. Der Borkenkäfer ist ja auch durchaus ein Verjüngungsinstrument in natürlichen Fichtenwäldern.
der spielt auch da eben entsprechend eine Rolle. Und sobald ein Baum zu alt und zu krank wird, dann wird er eben vom Käfer geholt und dann ist er halt weg. Und wenn die Bäume nebendran, im Gegensatz zu dem alten und kranken, nicht sehr fit sind, dann werden auch die vom Käfer geholt und dann sind sie halt weg. Und dann gibt es halt ein Loch und dann kommt da halt Verjüngung rein und dann wächst da halt wieder ein junger Wald. Das ist ja alles normal und natürlich. Aber ja, dass diese natürlichen Prozesse von alten Wäldern auch in so einem ehemaligen Forst dann doch so schön festzustellen sind. Ich glaube, ich muss meine Meinung zu diesem Wald noch ein kleines bisschen revidieren und etwas begeisterter sein, als ich das bisher entsprechend gewesen bin. Im See gibt es übrigens kaum Leben. Der ist sehr, 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 sehr sauer. Und dementsprechend, Fische geht sowieso nicht. Das ist ein reiner Regensee. Der hat also keinen Zufluss, wo irgendwie ein Fisch reinkommen könnte. Oder einen Abfluss, der zumindest so groß wäre, dass der Fisch da hochschwimmen könnte. Deswegen ist das ein fischfreier See. Es gibt ein paar Wasserinsekten, die da dann ihr Unwesen drin treiben. Und es soll ja auch, hatte ich schon mal erzählt, irgendwelche barbusigen Praktikantinnen geben, die da drin hausen und dann hin und wieder, ne? Aber ja, nee. Außerdem bin ich ja jetzt, darf ich mir über sowas ja gar keine Gedanken mehr machen. Gell, Schatz? Ja, Schatz. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Den Wilden See hatte ich in einem anderen Video noch mal thematisiert. Wir machen noch ein kleines bisschen Kameraarbeit in Form von einem Rundumschwenk. Damit man den noch mal gesehen hat, wenn wir jetzt schon hier unten sind. Vor allem jetzt im Herbst natürlich wunderschön. Da hinten hier die Spiegelung von dem Baum auf dem Wasser. Da bräuchte ich jetzt ein anderes Objektiv, wenn ich das großartig näher ranzoomen wollte. So geht es aber auch, man kann es zumindest erkennen. Nach wie vor, wie immer hier unten, unglaublich still, ein unglaublich ruhiger, faszinierender und ja, ich mache ja eigentlich nicht den Wald Esoteriker, aber so ein bisschen magischer Ort ist es dann schon. Das ist schon so, ja. Also so ein kleines bisschen den Wald Esoteriker muss ich dann doch raushängen lassen. Und immer auch toll, eben einfach die Spiegelung der in diesem Fall durchaus Toten, aber ist ja egal. Bäume auf dem Wasser, das sieht einfach schön aus. Ja, und tote Bäume. Ja, das ist halt der Tausch eines Lebens gegen ganz viele Leben, nur dass wir das halt wirtschaftlich nicht brauchen können. Also bei aller Naturromantik, die man hier ja durchaus, der man hier anheimfallen kann, und auf kleinen Flächen, ist das ja auch wirklich wichtig, 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 dass wir sowas haben. Absolut. Aber ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, es wäre einfach eine Illusion zu glauben, dass man mit dem ganzen Wald in Deutschland so verfahren könnte. Dann müssten wir alles Holz aus dem Ausland importieren und das kann auch einfach nicht die Lösung sein. Gut, und jetzt lasse ich einfach mal die örtliche Stille noch ein bisschen wirken und halte die Klappe und schwenke hier noch zu Ende. Und dann haben wir es für heute. Und ich sollte das vielleicht nochmal gerade stellen.